Wunderschönen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und wie immer donnerstags um 7.45 Uhr ist Thorsten Helbig hier am Start. Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Bevor wir starten, Sie kennen das, die Risikohinweise. Das Webinar, auch wenn der Thorsten live handelt, beinhaltet keine Handelsempfehlungen. Das Webinar dient rein nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ich gehe davon aus, dass Ton und Bild soweit okay sind. Wenn nicht, dann hätte ich gerne noch eine kurze Nachricht. Ansonsten übertrage ich jetzt rüber zum Thorsten und der ist auch schon am Start. Insofern wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß dabei. Was, wie, das soll, ich habe den Einsatz nicht verstanden. Das mit dem Spaß, oder? Nee, also das ist meine Meinung, nicht eure. Nicht unbedingt, habe ich gesagt. Okay. Nicht unbedingt. Gut. Ja, okay. Ja. Jeder hat ein Recht auf meine Meinung. Ne? Ja, aber dein Bildschirm solltest du jetzt mal übertragen, damit die Leute auch was sehen können. Aha, okay. Ja, viel Spaß allen. Guten Morgen. Wir haben heute, ja, Ton scheint okay zu sein. Wir haben heute, glaube ich, die Aufgabe, den Tag gestern als erstes etwas genauer auszuwerten. Warum? Weil wir gestern von vornherein darauf verwiesen haben, Punkt A, der Tag wird schwierig. So. Und das hier war gestern unser Muster. Ich nehme mal diesen Euro im M5 da hinten raus, der irritiert mich gerade. Da ist mir schon zu viel im Chart. Okay. Wir haben gestern darauf, eigentlich müsst ihr ja vorher fragen, bevor ich jetzt hier so viel erzähle, müsst ihr ja eigentlich mal fragen, wie die Jungs, die gestern früh im Webinar dabei waren, wie sie das umsetzen konnten, was wir gestern gemacht haben. Ihr seht ja hier ziemlich viel, was hier drinne steht, was hier sag ich mal, gestern analysiert wurde. Ich blende unsere Zielbereiche einfach mal aus. Die können wir nachher wieder mit reinnehmen. Dann sieht das Bild nämlich schon ein bisschen anders aus. Wie konntet ihr das umsetzen? War es überhaupt umsetzbar? So wie. Und wenn ihr es nicht so gut umsetzen konntet, lag es eher an der Praxis, lag es an den Ausführungen, lag es an dem, was wir hier gestern früh gemacht haben, war es unverständlich, war es zu schwierig zu verstehen oder war es nur hier eine Bauchgeschichte, einfach der Kopf, dass man sagt, nee, zu dem, was wir da gestern hatten. So richtig konnte ich dem nicht folgen oder hatte kein Vertrauen oder. Was sind die Ursachen für sowas? Also ich sag mal, wenn jemand was nicht umsetzen konnte, weil er eine andere Meinung hatte und seinen eigenen Stil gehandelt hat, okay, dann ist das so. Ich glaube, dann ist die Ursache relativ einfach zu finden. Für mich ist ja ausschlaggebend, wäre es umsetzbar gewesen, praktisch umsetzbar gewesen. Ich habe gestern früh versucht, das so zu erklären, dass man es auch verstehen kann. Also aus meiner Sicht, das ist ja immer das Problem aus der Sicht des Referenten oder Mr. Referent.
ist es so rübergekommen, dass es machbar ist. Ich stelle es ja immer so dar, wie es meiner Meinung nach zu verstehen ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass du ankommst. Es gibt ja immer Sender und Empfänger, ne? Ich glaube, die meisten von euch sind verheiratet oder leben in einer Beziehung, ne? Die kennen das ja, ne? Diesen Unterschied zwischen Sender und Empfänger, ne? Also bei mir ist egal, welche Rolle ich spiele. Als Empfänger habe ich immer das Problem, kommt wenig an. Das liegt aber am schwachen Sender. Und wenn ich der Sender bin, habe ich immer das Gefühl, der Empfänger ist genauso schwach. Okay, dann versuche ich es mal so auseinander zu pflücken. Wir haben uns gestern aus dem H1, haben wir uns gestern diese Muster gezogen. Hier. Den Fibo, der könnte jetzt irritieren. Wir haben die Linien drin. Der kann auch raus. Okay. Wir haben gestern früh diesen Channel hier eingezeichnet. Okay, der war gestern früh hier. Da war das Webinar mit dieser Kerze hier. Okay, der ist aus diesem Channel raus. Er kann nochmal zurücklaufen bis an die 43 bis 48, bis in diesen Bereich. Und dann sollte der Stop aber über die 10855. Das war unsere Hauptrichtung. So haben sie gestern auch gezeichnet. Ich habe es versucht, in Bildern zu machen. Hier. Und das ist das, was die Geschichte kompliziert gemacht hat. Wir haben gestern hier die eine Welle nach unten, die zweite Welle nach unten. Das war gestern auch hier in diesem Bereich. Welle A, Welle C. Welle C wurde immer länger. Und wir haben darauf verwiesen, dass wir auf dieses C gleich A-Muster achten müssen. Da C länger als A, sollte D auch länger als B. Da ist B, da ist D, D sollte höher laufen, wenigstens bis in diesem Bereich. Ja. Ich lege da mal eine Linie drauf. Da. Da wäre D gewesen. Zu diesem Zeitpunkt. Da haben wir es noch eingezeichnet, dass wir da hoch wollen und hier oben in diesem Bereich wollen wir shorten. Das ist dieser Short-Bereich hier, den wir uns hier aus dem H1 zwischen diesen beiden Linien hier geholt haben. Da. Da haben wir uns diesen Bereich rausgeholt. Dazwischen wollten wir shorten. Zwischen der 43 und der 48. Den haben wir dann hierhin übertragen. Da haben wir die 47,5. Ich war hier wahrscheinlich nicht ganz sauber. Ja, genau, der ist nämlich bei 45 der Bereich. Bei 43, zwischen 43 und 45 wollten wir shorten. Exakt angelaufen hier im High die 45,3, die 43 wollten wir haben. Schwieriger, das war ja noch relativ einfach. Wenn man in diesen ganzen Kram hier, das hier alles ausblendet, ne, Stefan, kann man sich ruhig mal hinter den Ohren kratzen, wenn man diesen ganzen Kram hier ausblendet, sondern einfach nur sagt, okay, aus dem H1, da darf er hin. Ich kann euch ja mal erklären, wie ich sowas mache. Ich habe entweder, habe ich so eine Marken im Kopf, meistens merke ich mir die. Welche ausschlaggebende Marke hatten wir vorgestern?
ohne auf den Chart zu gucken. Gestern hatten wir die 43 bis zur 48. Vorgestern hatten wir auch eine ganz bestimmte Marke, die wir sogar zweimal, sogar dreimal gehandelt haben. Wo war die? Nicht hier auf Slack gehen und hier rumscrollen und gucken hier, was hat er da gesagt? Sehr schön, Stilian. 10861, geht doch. Genau so ist es. 10861, die hatte ich mir morgens erarbeitet und dann habe ich hier so eine Kärtchen bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Wenn das mehrere Marken sind oder schwierig wird, dann schreibe ich mir die auf. Wenn ich sie einmal geschrieben habe, habe ich sie auch im Kopf. Und wenn nicht, so wie gestern, war es dann der Bereich 43 bis 48. Der pflanzt sich bei mir in die Birne und dann brauche ich den ganzen Tag nichts weiter, gar nichts, außer diesen Bereich hier, den habe ich dann auf dem Smartphone, sehe hier die Kurse laufen und dann weiß ich, okay, wenn das auf einmal klingelt, oder bei mir klingelt es dann im Kopf, wenn auf einmal die 43, 42, 43, so ist dieser Bereich angelaufen wird. Und dann blätter ich hier rüber und gucke mir dann das Kursverhalten hier einfach mal an. Das Schwierigere war, dass wir gesagt haben, wir haben hier oben drüber, über diesen Bereich, hier über der 28, können wir Euro pro Long handeln bis 10845 circa. Da, über diesem Hoch, Long bis da hoch und hier unten drunter, unter der 10820, haben wir gesagt, können wir Short gehen, ab hier, aber wenn vorher nicht die 10842 hier oben angelaufen wird, dann müssen die Shorts schnell BE. Shorts habe ich hier doch sehr schön geschrieben, oder? Da, wenn wir nicht vorher hochgehen, sondern wenn der gleiche unten rausfällt, dann müssen diese Shorts auch schnell BE. So, jetzt nehmen wir uns, jetzt blätter ich hier mal in den M1 von gestern Morgen. So, und da kam der Abflug. Diese Geschichte hier war noch im Webinar hier und dann direkt nach dem Webinar ging die Reise los und wir haben gesagt, unter der 10820, ab da kann Euro pro Short gehandelt werden. Diese Nummer hier nach Euro pro geht nicht, da fehlt eine Grundvoraussetzung. Wir sind in einem Rutsch hier eine blaue Kerze nach der anderen nach oben gezogen. Erst hier fingen wir wieder an, einen Trend zu entwickeln. Und hier kann man einen Trend erkennen, wenn man Trends erkennt. Wir haben hier ein neues Tief. Wir sind dann zurückgelaufen, haben hier die 20, die wir uns vorher rausgeholt hatten. Die haben wir hier mit dem Hoch bei 18,2 bestätigt und ab da ging es dann auch richtig schön bergab. Umgedreht hatten wir gesagt, über der 28 können wir Euro pro Long nehmen, aber diese Long-Nummer, die hat sich nachher Stück für Stück durch diesen Abmarsch hier nach unten, hat sich natürlich Euro pro Long, welches wir hier festgelegt hatten, verschoben. Und zwar bis hier runter. Ab hier konnte dann Euro pro Long gehandelt werden. 20 Punkte tiefer ab der 1,08 circa. Ab diesem Hoch konnte Euro pro in der Long-Version wieder gehandelt werden. Das, was vorher die Short-Marken waren, und daran erkennt man mal diese Muster, Widerstände, Unterstützung. Ihr wisst ja, was ich von den Begriffen halte oder was ich von überhaupt davon halte. Aber man sieht hier ganz sauber,
Wir haben hier die Unterstützung, Damen eine Unterstützung, die fallen weg und Unterstützung werden zu Widerständen und Widerstände werden zu Unterstützung. Und genauso ist es. Das hier war erst eine Unterstützung nach unten durchgehandelt, dann ist es ein Widerstand geworden. Wir sehen, zurückgelaufen und es ist ein Widerstand. Anlauf genommen, Widerstand kaputt gemacht, zack, haben wir einen Widerstand. Hier oben den nächsten Widerstand. Dieser Widerstand ist hier zur Unterstützung geworden. Widerstand angelaufen, zurück zur Unterstützung. Und genauso ist es dann auch da oben. Schönes Muster, genau dafür. Das heißt, wir haben gestern Morgen diese erste Nummer hier nach unten mitgenommen. 10 Punkte, meine ich, sind da draus geworden. Können wir gleich mal nachgucken. Und ab da habe ich dann abgewartet und habe erst hier oben die nächste Short-Nummer mitgenommen oder mitnehmen können. Schauen wir. Und dann schauen wir uns mal an, was uns heute hier erwartet. So. Da haben wir gestern einmal 10 und einmal 11. Gestern Morgen um 10:49 Uhr und gestern Abend 19:31 Uhr wurden die beiden Positionen geschlossen. Ich habe gestern nur die beiden Shorts mitgenommen. Den Long hier habe ich ebenso wie der ein oder andere wohl, ich würde nicht sagen, vertrödelt, aber hatte für mich auch nicht die Priorität. Priorität war dieses Muster. Das haben wir gestern dann auch hier gestartet und glücklicherweise habe ich die dann mit 10 Punkten zugemacht, als er hier runtergelaufen ist und dann nie wieder anfing rumzueiern. Dann macht sowas auch keinen Spaß. Und wie man sieht, haben wir auch nichts verpasst. Ne? Diese Position zu schließen war jetzt nicht so ein großer Fehler, sondern es war eher, sage ich mal, eine vorteilhafte Entscheidung, um sich diesen Stress über Nacht hier zu ersparen. Wir haben heute Monatsende. Und wir sollten uns hier auf diese Muster hier verlassen. Was es jetzt schwierig macht, ist, dass wir gestern einmal diesen kräftigen Abverkauf hatten, da. Und haben diese ganze Geschichte, die ihr gestern in einem Rutsch hier nach unten gemacht habt, auch wieder nach oben gemacht. Hier so ein schönes klassisches V gebildet. Das hier ist für mich jetzt optisch gesehen die letzte kräftige, aussagekräftige Bewegung. Diese hier. Von da unten bis da hoch. Und diese Bewegung wird hier in dieser Form ausgeflaggt. So sieht es jedenfalls im Moment aus. Wie gehen wir damit um? Wir bewegen uns hier zwischen der 39 und der 27 und damit haben wir erstmal hier einen Sperrbereich. So. Da drinnen tun wir erstmal gar nichts. Dazu ist die Nummer zu klein. So. Und ich mal gucken, ob ich den Chart hier ein Stück rüber geschoben kriege. Ja. So. In diesem Sperrbereich hier tun wir nichts. Wir müssen einmal nach oben oder einmal nach unten raus. Wenn ich mir jetzt diese Muster hier angucke, haben wir unten diese gravierende Marke, diese gravierende Marke und die. Alles andere dazwischen ist schön sauber durchgelaufen. Hier haben wir eine Kiste, die wehtun kann, die Jungs auffangen kann nach unten und hier haben wir eine, die Jungs auffangen kann nach oben. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass wir beide Marken irgendwo zu Gesicht kriegen sollten. Die sollten irgendwo auf dem Chart mal aufblinken. Idealerweise in dieser Form. Da hoch. Darunter, da hoch,
Wir haben hier oben immer noch diesen Bereich aus dem H1, der hier liegt. Aber da werfen wir gleich zum Abgleichen nochmal einen Blick drauf. Dieser Bereich hier ist jetzt hier die Hürde. Da, die 45 von gestern. Die könnte jetzt hier oben bremsen, sollte aber auch dementsprechend einmal attackiert werden, um dann von da aus oder dort abgewiesen zu werden. Der Blick auf gestern, der Rückblick gestern, war der klar, war der jetzt verständlich oder ist da noch was offen? Bevor ich hier neue Verwirrung stifte, würde ich gerne die alte Verwirrung richtig verwirrend machen. Okay. Short Setup 29.02.2024. So, dahin. Mann. So. Aufpassen, aufzupassen ist hier. Achtung. Denn Auflösung der Flagge kann Bullen anfeuern. Das gehört damit dazu. Das heißt, wir haben hier eine klassische bullische Flagge. Machen wir so. Darunter, nein. So. Wir haben hier eine klassische bullische Flagge. Diese kräftige Bewegung. Hier die Flagge und jetzt nach oben weg. Und dieses Auflösen dieser Flagge, das kann etliche bullische Reaktionen hervorrufen, dass die Jungs, die den Ausbruch der Flagge und den Bruch von diesem Hoch hier handeln, und dann kann der auch nach oben wegziehen. Da das hier passieren kann, gibt es heute keine Limit, keine Limit Order. Sondern Umkehrkerzen. Dochte zum Beispiel. Ist das verständlich? Warum? Will ich das nicht immer schnell knipsen und hochjagen?
DAX ist geflogen. Nur so am Rande. Okay. So, damit haben wir den Plan. Hier dazwischen wird nicht gehandelt. Hoch, raus. Hier einmal bestätigen. Nochmal hoch. Hier oben dieses Hoch abfackeln. Den Zielbereich von gestern hier abfackeln. Hier oben. Da. Und dann hier oben, entweder wartet man hier oben auf Dochte ETC im M5. Manche erkennen die auch schon im M1, je nachdem wie fit sie sind. Man kann im M1 auf Umkehrkerzen, Haramis, Engulfing, lange Dochte ETC warten. Man kann auch eine Nummer weitergehen und auf Dochte, Umkehrformation, Umkehrkerzen im M5 warten und dann einen Trendbruch im M1 als Unterstützung nehmen. Das heißt, wenn wir hier oben im M5 Kerzen sehen, so wie hier, ja, sowas hier, solche Kerzen, sowas oder sowas, hier oben an diesen Marken, hier in diesem Bereich, dann gehen alle Alarmglocken an. Wer dann anfangen sollte zu fallen, dann wechsle ich in der Regel in den M1 und gucke, was im M1 passiert und ob ich im M1 einen Trendbruch sehe. Und jeden Trendbruch im M1 oder Trendwechsel, den würde ich dann zum Pyramidisieren benutzen. Das heißt, nicht so wie sonst. In der Regel sage ich ja, wenn ich hier oben in diesen Bereich komme, meine Hauptrichtung ist Short, wenn man da oben ankommt, dann packe ich hier oben zwei Positionen rein. Eine für mein Tagesziel und eine lasse ich laufen, abgesichert. Das würde ich heute in diesem Fall hier nicht tun, sondern ich würde heute hier lediglich eine Position fürs Tagesziel von oben nach unten durchziehen und dann den Monat auslaufen lassen. Warum würde ich den Monat auslaufen lassen? Weil wir Tada, Kalenderwoche, dort haben wir den Monat, weil wir im Monat Februar, ist der zweite Monat, im Euro-US-Dollar 304 Pips haben. Damit sind wir bei 740 dieses Jahr. Und trotzdem der DAX mir zwischendurch richtig wehgetan hat und ich ihn auch nicht oder kaum greifen kann, hat er uns doch 450 Punkte gebracht. Und die jetzt am letzten Tag mit Gewalt zu zerlegen, das macht keinen Sinn. Also warte ich hier auf die sauberen Setups. Sofern man an der Börse von sauberen Sachen, von sauberen Setups reden kann, warte ich ab, bis er mir hier oben in diesem Bereich mein Signal gibt. Weil, wenn ich irgendwo zwischendurch reinspringe und nicht am Chart sitze, das war auch der Grund, warum ich gestern hier nicht gehandelt habe. Hier in diesem Bereich. Weil ich war dann gestern zwischendurch mit meiner Kamera ein bisschen an der frischen Luft. Und hatte hier das Chartbild nicht vor Augen. Und dann ist es schwierig. Für Long hatte ich keinen klaren Plan. Für Short hatte ich den Plan von da oben nach unten weg mit SL über der 53,5. Zack, den versteht sogar mein alter, inzwischen grauer Schädel. Da wird sowas abgespeichert. Und dann weiß ich genau, okay, ab hier, ab 43, die 43 bis 45 hatte ich mir gemerkt, SL über der 53, das ist für mich ein klarer Plan, mit dem kann ich umgehen, dafür brauche ich keine Bilder vor der Nase. Long, da ich nicht genau im Kopf hatte, was sich hier unten entwickelt hat, kann ich das, konnte ich diesen Long hier nicht blind handeln, weil ich habe kein klares Regelwerk dazu. Genauso ist es hier. Ich könnte jetzt ansetzen, kann mir jetzt ein Regelwerk bauen, kann sagen, okay, das ist A, jetzt sollte C kommen nach dieser Flagge. Aber ob es kommt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass hier oben, sag ich mal, ein paar harte Nüsse liegen oder ein paar dicke Bretter liegen, die erstmal gebohrt werden müssen. Weil hier in diesem Bereich haben wir die 61,8 aus dem Stundenchart und die 76,4 aus dem Stundenchart.
Das hier ist der Bereich von der 61,8 und die SL-Marke hier oben ist die 76,4. Da muss der Stop also oben drüber. Da. Das ist genau das, was wir uns gestern rausgeholt haben. Und deswegen kommen für mich heute nur Short-Setups in Frage. Und zwar ab da oben. Und Alternative wäre Short nach Euro pro ab 1,0827. Darunter. Eher nicht. Dieses Tief hier, das will ich haben. Da unten drunter. Eher werde ich mich da nicht drum kümmern. So. Nochmal ein bisschen was Buntes dazu. Kopieren. Einfügen. So, damit haben wir das. Ich habe gestern Abend kurz vor Feierabend extra geschrieben, im DAX geht mein SL plus 5. Und der ist dann heute Nacht auch gezogen worden. Ich gucke nur mal, wo er lief, hier lang genug da. Ab der 17,597, das heißt der Exit 17,592. 17,592. Ja. Damit sind wir hier jetzt erstmal d'accord, da sind wir erstmal flat. Und auch daran wird sich jetzt nicht so viel ändern. Warum nicht? Weil wir ein neues Hoch nach dem anderen machen. Immer, wir hatten gestern das High bei 17, hier bei 22. Wir haben erst mit einem Stop bei 22, habe 92 rein. Stop bei 22, dann haben wir dieses Hoch hier gemacht, wo den Stop ganz knapp verfehlt hat. Dann habe ich beschlossen, den Stop, um ein nachlaufendes Hoch abzufackeln, 10 Punkte höher zu ziehen auf die 32. Und das war nachher auch eine kluge Entscheidung, weil sonst wären wir hier exakt abgeholt worden. Komm hier. Ne? 12, 18. 22,40, da hätte er uns nämlich exakt abgeholt, bevor diese Nummer hier nach unten gemacht hat. Und das hier war gestern Abend dann 22,15 Uhr, kurz vorher gesagt, ich ziehe meinen Stop auf plus 5. Über Nacht das Ding laufen zu lassen, ist mir in dieser Phase hier zu heiß. So. Wenn ich mir jetzt diese ganze Geschichte mal angucke, ein Tag nach dem anderen. Hier ein neues Allzeithoch, da ein neues Allzeithoch, da ein neues Allzeithoch, hier ein neues Allzeithoch, da, da, da und jetzt hier noch eins. Und wenn ich diese beiden da, erstmal diese beiden hier verbinde, dann lande ich exakt da. Und wenn ich diese beiden da verbinde, dann habe ich noch etwas Luft nach oben. Aber hier kann ich nichts weiter machen, als die gleiche Geschichte zu wiederholen wie gestern. Gestern habe ich gedacht, wir bewegen uns hier in einem Niemandsland. Wir haben uns gestern wir haben vorhin im Euro, habe ich die Begriffe Widerstände, Unterstützung benutzt.
die ich hier einfach nicht erkennen kann. Null. Weil Widerstände haben wir oben nicht. Wir bewegen uns hier irgendwo im Weltall. Irgendwo wie eine Rakete, die hier blind irgendwie fliegt und sagt, okay, da ist der Jupiter, da ist der Mars, da ist der Mond. Okay, da kann ich ja mal hingucken. Aber das ist auch alles. Das ist hier wie so ein Flug ins All ohne Rückfahrkarte. Deswegen die einzigen Setups, die ich habe, die ich handeln kann, und das habe ich jetzt hier schon verpasst, wäre hier immer ein neues Hoch. Immer wieder, wenn er ein neues Hoch macht, dann kann ich mir hier eventuell Short Setups suchen. Long ist für mich ausgeschlossen. Weil, und jetzt ist das ist kein Regelwerk, sondern das ist, ja, das ist so wie verbrannte Finger, das nennt man Erfahrung. Solche Nummern hier, so ein Allzeithoch, immer wenn er hier so ein neues Allzeithoch macht, da gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Im Normalfall. Entweder so wie hier, kurz nachlaufendes Hoch, egal welche Zeiteinheit, hier nachlaufendes Hoch und zack nach unten weg, direkt abzuweisen. Alternative, wenn neue Hochs gemacht werden sollen, wollen, wenn der Markt das will, dann geht er da oben durch, ganz massiv, kurz zurück und rennt dann direkt massiv weiter, so wie es hier vorher ja auch getan hat. Solche Bewegungen sieht man dann, aber nicht solche Bewegungen. Solche Bewegungen hier werden in der Regel ziemlich hart abgestraft. Irgendwann. Wann? Weiß kein Schwein. Wir haben noch keinen klaren Trendwechsel. Dieser Bereich hier, 17.550, da lege ich den jetzt mal hin. Der dürfte jetzt das zu bohrende Brett sein hier. Diese Nummer. Weil dann greifen die ersten Stops. So, und dieses Greifen der ersten Stops, das kann eine Welle nach unten auslösen. Also entweder erwischt man diese Bereiche hier oben Short-Bereich A. Nachlaufendes Hoch. Ja. Oder wir haben dann hier unten Shortbereich B. Recht B. Trendbrüche gleich auslösen von Stops. Mir wird immer wieder die Frage gestellt, und mir hat ja sogar neulich jemand einfach ein Bild zugeschickt. Muss mal gucken, ob ich das jetzt finde. Dann würde ich euch das mal zeigen. Aber dazu muss ich euch jetzt mal kurz auf Pause drücken. Ja. Da haben wir es. So, hat mir noch neulich bei der 504, hat mir neulich jemand dieses Bild zugeschickt. So, von Lang und Schwarz, DAX bei 17.504 und auf geht's, Durchbruch und wie aus dem Schaubild,
der EW-Theorie, die ich nicht kenne, am Wochenende hervorgehoben, stehen die 18.000 Punkte bevor. So, jetzt frage ich mich, was soll ich mit dieser Aussage anfangen? Ich bin reiner Charttechniker. Ich nehme keine Rücksicht auf wirtschaftliche Zahlen oder so. Ich nehme die Zeiten zwar ins Gebet oder ins Visier, wann News kommen. Die Zahlen, die die News liefern, sind mir egal. Die Inhalte von News sind mir völlig Latte. Das EW, Elliott-Wellen, Elliott-Waves heißt, kann ich mir schon vorstellen. Aber was soll ich mit so einer Aussage anfangen? Wenn ich selber Charttechniker bin, sagt mir diese Nummer nichts, gar nichts. Wenn mir das jemand schickt oder auch den anderen so mitteilt und sagt, okay, wir sind über 17.5, jetzt kann 18.000 kommen. Gut. Über 18.000 kann auch 19.000 kommen. Über 17.000 kann auch 20.000 kommen. Unter 17.500 kann auch 11.000 kommen, kann auch 8.000 kommen. Also, das bringt, mir selber bringt es nichts, gar nichts. Elliott ist für mich auch nicht ausschlaggebend, findet man in keinem unserer Regelwerke, findet man irgendeinen Bezug zu Elliott Waves oder Elliott Wellen. Elliott-Händler handeln nach Elliott, nicht Elliott-Händler handeln nicht nach Elliott. Also, ich versuche charttechnisch hier für alles, was ich tue, eine Begründung zu finden. Und selbst wenn der jetzt hier Stück für Stück bis zu 18.000 geschoben wird, ich habe null Ansatz, null Bezug, überhaupt kein Bezug, wo soll ich longen? Wo soll ich kaufen und warum? Ich gehe mal dazu in den H1. So, jetzt müsste ich rein theoretisch, wenn ich jetzt hoch will an die 18.000, müssten meine Stops da unten drunter. Nach C gleich A, was ja auch nicht funktioniert. Wir haben hier A, wir haben hier die Korrektur, wir haben hier C. Wir hätten die Korrektur bis dahin haben müssen, haben sie aber nur bis dahin gekriegt. Mehr nicht, nur dieses kleine Stück. Haben wir schon ein neues Hoch, damit haben wir hier schon die nächste Bewegung angesetzt, die bis zur 17.8 gehen kann. Aber, auch das habe ich gestern früh schon aufgeführt, wenn ich hier in diesem Bereich, weil ja nach Elliott Waves jetzt die Achtzehntausend kommen kann. Ja, das war mit Steuerungstaste, glaube ich, ne? Wenn man die verschiebt, nee, Option. Dann macht er die, glaube ich, gerade, genau. Gerade gelernt. Na, hier natürlich jetzt die falsche gelöscht. So, wenn ich hier in diesem Bereich long gehen würde, und das ging uns ja gestern genauso, hier in diesem Bereich, weil wir hier oben drüber ein Hoch kriegen und ich dort oben hin will, dort will ich hin. Da. Dann muss ja nach diesem Regelwerk mein Stop auch da unten drunter. Und schon bin ich sogar hier zurzeit jetzt minimal in einem negativen CRV. Mein SL, der ja hier unten drunter müsste, ich würde ihn sogar hier unter diese Tiefs alle setzen. Mein SL ist größer als mein zu erwartender Gewinn. Damit bin ich im negativen CRV. Also ist dieses Regelwerk für mich überhaupt nicht bindend und spielt für mich auch keine Rolle. Und ganz ehrlich, ich sehe, in unserer Situation in Deutschland sehe ich überhaupt null Optimismus
der mich dazu bringen sollte, hier irgendwo einen DAX-Wert zu kaufen oder sonst irgendwas. Ich bin kein Schwurbler, ich bin kein Aluhutträger, ich bin einfach Realist. Optimismus sieht anders aus. Die Hiobsbotschaften, die knallen durch die Nachrichten, die knallen durchs Land. Und die Jungs, die dafür sehr, sehr teuer bezahlt werden, denen kann ich nur kopfschütteln zugucken, weil die stehen alle nur hilflos da. Man muss es ja mal versuchen. Wer nichts versucht, der kann auch nichts erreichen. Jo, wenn das die Lösung ist. Aber immerhin sind wir ja verteidigungsfähig, wie wir gestern im Roten Meer gesehen haben. Schaffen wir es ja nicht mal, irgendwo eine Drohne abzufangen, die angeblich das Marineschiff, die Hessen, bedroht hat. Gut, Habeck würde jetzt sagen, ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Die erste Rakete, die ging 100 Meter links an der Drohne vorbei. Die zweite ging 100 Meter rechts an der Drohne vorbei. Also im Durchschnitt Volltreffer. Und genauso haben wir das hier in der Wirtschaft. Und so wie es bei uns wirtschaftlich aussieht, fehlt mir selber jeder Optimismus im Moment. Jeder rechnet damit, dass es irgendwo ganz böse was auf die Mütze gibt. Und wenn ich hier im Tageschart mal zurückgucke, ich gucke mal, ob ich hier irgendwo ein Daily habe, da habe ich einen Daily Chart, dann weiß ich, wenn wir den mal zusammenziehen, dass in der Regel nach solchen Fahnenstangen, nach solchen neuen Höhen, die erklommen werden, immer wieder solche Abverkäufe kamen. Wir haben uns hier von einem Allzeithoch zum anderen geschleppt. Bam! So. Aber sofort wieder zurück. Das Hoch angelaufen, hier neues Allzeithoch, hier von einem Allzeithoch zum anderen geschleppt und dann bam! Hier sind wir von circa 16.000, hier waren wir schon über der 16.000, sind runtergeknallt, hier bis in dem Bereich 12, also mal eben 4.000 Punkte abgegeben. Das wäre jetzt hier genauso möglich, es wäre nötig und wir wissen in der Regel, solche Korrekturen, so eine massiven Korrekturen, die kommen plötzlich, die kommen überraschend, die erwischen uns richtig kalt. Und wenn wir nur 3000 Punkte abgeben vom jetzigen Stand da oben, dann landen wir hier unten und haben diesen ganzen Move vom 6.10. hier von Oktober an, Oktober 22 logischerweise, diese ganze Geschichte hier, die wir hier gemacht haben, nur um 50% auskorrigiert. Und glaubt mir, hier unten drunter liegen auch noch Stops. Ingo, solche Fragen möchte ich hier im Webinar ungern beantworten. Ingo B., du kannst mir gerne eine Mail schicken. Ansonsten findet ihr im Netz überall meine Telefonnummer. Dann ruf einfach mal an oder mach es noch einfacher und geh einfach auf unsere Webseite. Das ist immer der einfachste Weg, wenn jemand von Community heißt das, Community. Da. Und dann kann man hier oben, wenn man auf unsere Webseite geht, kann man hier oben einfach kostenlosen Termin vereinbaren, einfach draufgehen, da geht ein Kalender auf, dann findet man auch meine freien Zeiten, die ich zu Gesprächen irgendwo, wo Möglichkeiten bestehen zu reden, dann hier einfach draufgehen, Termin buchen und dann kann man sich mal 10 Minuten, Viertelstunde Zeit nehmen und oder auch eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, um sich über so eine Sachen zu unterhalten. Das möchte ich hier ungern beantworten. Also, sollten wir hier im DAX
jetzt irgendwo hier nochmal ein Hoch machen, was ich jetzt schon fast als unwahrscheinlich ansehe, dann habe ich die Möglichkeit, hier oben nachlaufendes Hoch nochmal zu shorten. Oder unten drunter habe ich hier einen Trendbruch, dann greifen die ersten Stops. Dann kann ich auch da shorten. Alles andere lasse ich die Finger von. Hier haben wir einen festen Plan. Den würde ich heute versuchen, auch umzusetzen hier in diesem Bereich. Denkt dran, keine Limit Order, sondern wir brauchen Umkehrkerzen. Und das hier schieße ich mal noch hoch für unsere Gruppe, für unsere Community, die sich das dann auch anschauen können. Für als interner für unsere Gruppe, für unsere Community hier. Zack. Diese Webinare zu konvertieren und so weiter, das kostet Zeit. Das geht mal schnell, mal geht es langsam. Das liegt nicht in meiner Macht. Ich muss das dann alle halbe Stunde oder alle Stunde kontrollieren. Ich werde das ein bisschen ändern und werde abends mal drauf gucken, ob das fertig ist. Werde es dann hochladen auf YouTube. Wenn es nicht fertig ist, kommt es am nächsten Tag. Ansonsten wird die Konzentration auf dem Wochenende liegen. Es kostet mich sonst einfach zu viel Zeit. Und die meisten von uns haben ja sowieso erst am Wochenende oder so Zeit, sich das anzuschauen und das dann aufzuarbeiten. Also werden wir da nicht mehr so die Priorität drauflegen. Und damit möchte ich mich jetzt verabschieden und sage, danke, mein lieber Wolfgang, dass du heute Morgen aufgestanden bist. Jetzt kannst du duschen gehen, den Schlafanzug ausziehen, die Pantoffeln in die Ecke stellen, dir einen Anzug anziehen, ins Auto setzen, nach Rating fahren. Schön, dass du da warst und sage in diesem Sinne euch einen schönen Tag. Die ich nicht mehr höre, schönes Wochenende. Wir sehen uns hier wieder nächsten Donnerstag. Unsere Community, wir sehen uns erst wieder nächsten Mittwoch. Nächsten Dienstag bin ich in Warna, da bin ich nicht da. Und dann sehen wir uns Mittwoch wieder und Donnerstag dann wieder mit Wolfgang oder Nelson. Das müssen die beiden immer würfeln. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende. Es wird warm, es wird Frühling. Geht raus, genießt die Natur, lasst die Birne frei pusten. Ich tue es auch. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Ja, Thorsten, vielen Dank. Aber zu deiner Info, ich bin bereits in Arbeitskleidung und ins Ja, Büro fahre okay. ich nicht. Und ins Büro fahre ich nicht. Nee? Nee, heute nicht. Ich darf heute zu Hause bleiben. Oh, sehr schön. Dann genieße es. Es wird Ja. warm. Die Sonne kommt raus. Es wird strahlender Sonnenschein. Es wird richtig Ja. Frühling. Wir haben gestern das erste Falkenpärchen hier draußen bei der Balz gesehen. Das heißt, ich nicht. Meine Frau hat es gesehen und hat mich gerufen. Ich kam zu spät mit der Kamera. Die sind hier bei uns durch die Straße geschossen, mitten in der Balz. Da sind die wie behämmert im Kopf. Typisch Männer, ne? Ja, dann auch dir viel Spaß und allen Teilnehmern am Wochenende und viele erfolgreiche Trades. Ciao. Ciao, mein Lieber. Ciao, ciao.